Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Bei einem Pressetermin erklärten die Verantwortlichen der Stadt Dülmen, der Victor GmbH und der Polizei das Konzept für die Dreifaltigkeitskirmes, die in der kommenden Woche erstmals nach der Corona-Pandemie wieder stattfindet. Diese Kirmes hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Auf der einen Seite sind viele Schausteller sehr gehandicapt hinsichtlich Personalmangel. Die Corona-Pandemie hat auch davor im Schaustellergewerbe keinen Halt gemacht. Und wir haben tatsächlich auch kurzfristig jetzt davor Absagen erhalten wegen Personalmangel. Das war das eine. Viele Schausteller sind in dieser Zeit in den Ruhestand gegangen oder haben sich anders orientiert, haben eine neue Existenz sich aufgebaut und die Kirmesgeschäfte wurden nicht verkauft. Wenn früher jemand in den Ruhestand gegangen ist, wurde ein Kirmesgeschäft verkauft. Auch das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so. Keiner kauft ein Kirmesgeschäft für 500.000 Euro, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Ein Hindernis bei der Kirmesplanung ist die Dauerbaustelle in der Marktstraße. Sie verhindert, dass große Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz platziert werden können. Trotz der Einschränkungen konnten jedoch wieder attraktive Fahrgeschäfte und Verkaufsstände nach Dülmen verpflichtet werden. Ja, wir haben es geschafft, auch ich hoffe, attraktive und beliebte Kirmesfahrgeschäfte zu finden. So feiert bei uns der Jetlag der Firma Weber jetzt eine der Premieren. Das Kirmesfahrgeschäft gibt es schon seit 2019, ist aber dadurch natürlich nicht zum Einsatz gekommen, weil wir die Corona-Pandemie hatten. Und das ist, glaube ich, ein Fahrgeschäft, was echt ein Top-Act ist. Ansonsten gibt es altbewährtes wie der Disco-Jet und Autoscooter. Die sind alle wieder da, Spiegellabyrinth. Da, wir haben an Groß und Klein gedacht. Wir versuchen immer viele Zielgruppen zu begeistern und auch zu befriedigen. Aber so ein paar Herausforderungen hatten wir über die Corona-Pandemie hinaus noch. Die Baustelle, die hat uns tatsächlich ein paar Nerven gekostet. Auf dem Weg über die Kirmes sollen die Besucher durch die ganze Stadt geleitet werden und damit auch für eine Geschäftsbelebung sorgen. Sehr zur Freude der Dürmener Geschäftsleute weiß Dr. Hugo Schulze-Hobbeling von der Victor GmbH. Ja, der Dürmener Handel freut sich natürlich enorm, dass wir jetzt nach zweimaligem Ausfall der Kirmes wieder unsere Geschäfte öffnen dürfen an einem verkaufsoffenen Sonntag. Und zwar von 13 bis 18 Uhr. Und wir freuen uns, wenn viele nach Dürmen kommen und unsere schönen Geschäfte einmal besuchen kommen. Wir machen regelmäßig Zählungen, Frequenzzählungen in der Innenstadt. Und wir haben also bei den vorhergehenden Kirmessen festgestellt, dass wir mit über 4.000 Leuten pro Stunde in der Marktstraße zum Beispiel die höchsten Besucherfrequenzen hier haben bei allen Veranstaltungen, die wir ansonsten hier in der Stadt durchführen. Auf dem Parkplatz Nonnengasse soll während der Kirmestage wieder eine mobile Wache der Polizei stehen. Rolf Wehrenbeck-Üding, Leiter der Polizeiwache Dülmen, berichtete in diesem Zusammenhang über die bei den bisherigen Kirmesveranstaltungen mit der mobilen Wache gemachten guten Erfahrungen. Wir werden während der Kirmes zusammen mit dem Ordnungsamt und auch mit dem DRK, was sich dann um gesundheitliche Belange kümmern wird, hier auf der Kirmes vor Ort sein mit unserer mobilen Wache und dort dann eben ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger, die Kirmes besuchen. Und natürlich auch auf Streifengängen auf der Kirmes präsent sein. Ja, die Großzahl der Fälle, die dann hier von der Kirmeswache bearbeitet werden, sind in der Tat nicht spektakulär. Wir haben in jedem Jahr vereinzelt Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Die werden dann im Regelfall an der mobilen Wache zusammengeführt. Insofern auch die Empfehlung an die Eltern, ihren Kindern vorher den Standort der mobilen Wache zu zeigen und den als Treffpunkt für den Fall des Sich-Verlierens auszumachen. Dann haben wir immer wieder aufgefundene Gegenstände, dass eben Menschen beim Besteigen der Fahrgeschäfte oder beim Entsteigen irgendwie das Portemonnaie oder sonstige Dinge aus der Kleidung verlieren. Die werden dann gefunden, werden hier bei uns auf der Kirmeswache abgegeben. Einfache Körperverletzungen oder Beleidigungen. Das kommt schon mal vor. Wenn so viele Menschen zusammenkommen, verstehen sich nicht immer alle gleich gut. Mit Spannung erwarten die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes den Aufbau der Kirmes in der kommenden Woche. Das Highlight wird wieder die Eröffnung am Freitag, den 10. Juni um 15 Uhr sein. Denn dann werden wieder Freistips in die Menge geworfen.